Mir wurde noch gesagt, ich solle doch nochmal die Verbündeten checken. Und ich glaube, der Kommentar bezieht sich darauf. Also Kasachstan müssen wir nicht, das saugen wir ja bald auf. Die hier allerdings, die Humanity First Leute, sind alle als Rivale eingetragen. Das heißt, wir könnten nicht in deren Gebiet rein. Das sollten wir mal ändern. Bei den anderen Gebieten bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ägypten. Das sind bestätigen. So, jetzt habe ich erstmal 20 Nachrichten, wo ich durchklicken kann. So, Ägypten. Stopp. Ägypten, ist das da richtig? Jedes Mal. Da ist Ägypten. Okay, weiter rechts. Da, wo der Nil ist. Ja, könnte passen. Okay, also. Werdet ihr das bald verlieren? Ich würde sagen, nein. Also es ist nicht schön, dass die da mit drin sind. Aber die machen ja nicht so viel, die Akademiker. Also ist es okay, wenn wir. Upp, viel zu weit rausgesprungen. Also ist es okay, wenn wir das hier umstellen. So. Ägypten bestätigen. Gut. Alles andere hatte ich letzte Folge gemacht. Bestätigen weiter. Schrumpfende Wirtschaft in den Vereinigten Staaten. Was? I will help them. Securing our interests. Schrumpfende Wirtschaft. Ah, es wird ein bisschen noch runtergehen. Aber es sollte sich eigentlich gleich wieder fangen. Ja. Noch die Unzufriedenheit bekämpfen, dann geht das schon. Wir haben jetzt aber gerade andere Dinge zu tun, nämlich Kasachstan boosten. Da wird noch gebombt. Neues Projekt verfügbar: Das Ende Amerikas. Ui. Kalifornien erhebt Anspruch auf Los Angeles. Die nationale Hauptregion von Kalifornien ist Los Angeles. Also das wirklich zum Zerlegen von den USA. Brauchen wir nicht, danke. Was haben wir hier Schönes? Die werden aus dem All bombardiert. Ja, Orange und Rot bekämpfen sich weiter. Die stehen einfach nur rum. Ja. Haben jetzt aber auch schon. Also die Alien-Nation hat einen Panzer und die Untertanen haben hier einen Panzer. Gefällt mir eher weniger. Winning their hearts and minds. 30% ist zu wenig. Wiederholen. Violence is abating. Wiederholen. Things are cooling off. Wiederholen. Wie lange dauert es noch, bis wir Kasachstan einsaugen können? Wir müssen Kirgisistan noch einladen. Das habe ich in der letzten Zone vergessen. Fortschrittlicher Pulsarantrieb. Sehr gut. Okay, also Antrieb haben wir jetzt hoffentlich erstmal für ein paar Jährchen. Bis da was Besseres kommt. Jetzt Waffen. Wir haben mittelschwere Grünlaserkanonen. Davon haben wir da noch kein Upgrade. Kein Lichtbogen-Upgrade. Das hatte ich mir schon mal angeguckt, ne? Ich muss es trotzdem mal kurz checken. Ich habe mir das nicht gemerkt. Es geht von hier aus nicht weiter. Also wir brauchen keine mittelschwere Grünlaserkanonen, um mittelschwere Grünlaser-Lichtbogenkanonen zu bauen. Gibt es das überhaupt? Grün. Nee. Gibt's nicht. Was gibt's denn alles so Lichtbogenartiges? Das ist nicht, wie man Licht schreibt. Doch da, mittelschwere grüne Lichtbogenlaserbatterie. Wow. Könnten wir theoretisch erforschen, angeblich. Warum sehe ich es denn hier nicht? Das ist IR, das ist was anderes. Ist das vielleicht nicht markiert? Erstmal können die überholten wieder raus. So. Ja, die wurden einfach nicht markiert von irgendeinem Giro, der nicht aufgepasst hat.
Okay. Markieren, markieren. Schienenkanone, alles an Waffen. Kasernen, Waffen, Bomben. Da haben wir jetzt Nordamerika, verdammt. Okay, keine Rattler-Raketen, die waren, glaube ich, doof. Ja. Hoch, 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 hoch. So, den Ringkern. Yeah. 3000 geht, ne? Ja, komm, mach den Ringkern. So, Reverse Engineer von Alien Handfeuerwaffen ist bald durch. Damit kommen wir gegen normale Armeen besser klar. Wenn es die bald nicht mehr gibt. Ultraviolett-Kampflaser. Ja. So, ganz, ganz kurz mal gucken. Schiffdesign. Also ich werde jetzt keine Schiffe bauen. Wir brauchen erstmal die grünen Lichtbogen-Schnissel-Wissel-Dinger. Aber ich hätte jetzt ganz gerne ruhig auch langsam größere Schiffe. Da hatten wir irgendwas, was Mittelding war, was ich gerne hätte. Mittelstrecke, Mittelstrecke, ja. Und jetzt mal automatisch Design. Wie viel Delta V hast du? 40. Ja. Das gefällt schon. Du hast ja eine Rail Cannon 2. Die Viper Missile Bay würde ich noch rausschmeißen. Und stattdessen irgendwas Kleines. Infrarot war doof. Ja, und genau deswegen machen wir es jetzt halt nicht mit dem Design. Weil wir die Waffen halt gerade nicht haben. Beschleunigung ist zu langsam für ein Kampfschiff. Gefechtsbeschleunigung ein halbes G. Vielleicht sind meine Erwartungen da aber auch zu hoch. Ja, hat auch automatisch gleich den Antrieb genommen. Das macht Sinn. Das ist die Nano-Röhrchenpanzerung. Ich denke, das könnten wir dann. Senkt unsere Beschleunigung. Das ist, macht vollkommen Sinn. Delta V 39,9, 39,6. Ich denke, es würde trotzdem Sinn machen, alles um einen Punkt wenigstens zu erhöhen. Wenn wir schon größere Schiffe bauen, dann sollten die auch ein bisschen mehr aushalten. Es wäre schade, wenn sie schnell sterben. Ja, nee, das ist gut. Das ist gut. Wir sind auf dem definitiv richtigen Weg. Und wenn wir dann erstmal die Waffen haben, designen wir die Schiffe. Und dann fangen wir an, den Mars richtig auszubauen. Dafür wäre es ganz nett, dass wir den Siedlungskern Stufe 3 haben. Also jetzt arbeiten wir gerade an dem Ring. Das ist für die Weltraumgeschichte. Aber die auf dem Boden wäre halt deutlich praktischer. Mars, gehen wir ganz kurz hin. Hallo. Hier ist nichts um den Mars rum. Das glaube ich doch wieder nicht. Mars. Ich hätte gern ein Interface um den Mars. 60 Tage. In groß, ne? Ja, okay. Hallo? So. Interface ist alles uralter Kram. Das können wir lassen. Du gehst bitte auf dich, Sektoren verwalten. Du bist jetzt Mars Orbit 1. Hat keine Spezifikation, ist einfach nur, ich will eine große Station im Mars Orbit haben, wo wir auftanken können und wo wir. Also theoretisch müssten auch die Schiffe hier hergestellt werden. Aber dass wir so viele Schiffe im Orbit herstellen können, wie wir gerade auf dem Boden herstellen können, ist erstmal unwahrscheinlich. Also, auftanken, sehr viel Point Defense, damit es nicht zerschossen wird und sonst einfach nur Strom, Habitat, Farm, so ein Gedöns. Gut. Warum sieht hier alles so komisch aus? Weil ich in den Vorlagen drin bin. Ich will die Vorlagen nicht mehr sehen. Danke. Solar war hier doof. Was ist mit den neuen Reaktoren? Wir haben doch neue Reaktoren bekommen, richtig? Fusionsreaktor. Die Stufe 1 macht 20 Strom. Und werden wir bestimmt später auch noch aufstufen können. Also Fusion, ne? Nicht Fission. Fission ist kaputthaken und Fusion ist zusammenbappen. Wie die Sonne das macht. Gut. Das sind 42.
Wann können wir das machen? Weil wenn ich jetzt wirklich nur mit den Fusionsreaktoren arbeite, haben wir nicht genug Strom für die ganzen Sachen, die ich gerne hier hätte. Zeig mir mal den Tech Tree. Vollständig. Fusion. Fusionsreaktoranlage, Klasse 2, Modul 85 Strom. Oh ja, genau das hätte ich gerne. Könnten wir jetzt schon? Lass mich raten, das habe ich dann auch wieder nicht markiert oder habe ich es einfach nur vergessen? Projekt ändern. Nö, ist nicht drin. Ah. Fusionsreaktoranlage. 5000. Ja, okay. Aber wir haben es in absehbarer Zeit. Ich darf es nur nicht vergessen. Das heißt, wir können jetzt hier komplett auf die Fusionsreaktoren setzen. So, machen wir jetzt 60 Strom. Dann hätte ich gerne... Raumdock ist 1, Werft ist 2. Ich baue mal eine Werft, weil die gilt auch gleichzeitig als Tankstelle. Und wir können dann später halt auch hier Schiffe bauen. So, du brauchst wie viel? 40. Schon haben wir noch 20 Strom. Fusionsreaktor. Die können wir später überschreiben. So, dann Point Defense. Das große. Und nochmal. Wir brauchen 2 von den Anlagen für ein einziges Verteidigungsarray. Dann mach erstmal einen kleinen. Wir brauchen nur 16. Können wir denn 2 kleine? Scheinbar. Okay. Wir haben keine Farm. Wir haben keine Quartiere. Muss erstmal reichen. Jetzt aber auch genug im All gemacht. Wir wollen zurück auf die Erde. Und Kasachstan anstarren, ne? Ja. Weiter. We've removed some threats. Sind die Exoditen jetzt stinkig? Ja. Akademie auch. Das sind die aber regelmäßig. Also wenn es sich ergibt, mit dem Exodus-Projekt und mit der Akademie jeweils Hände schütteln. Und die Zuweisungsphase kommt. Stabilisierung von Kasachstan ist jetzt nicht mehr super wichtig. Ich denke, Europa ist da wichtiger. Chux, switch mal rüber. Restoring order. Okay. Ready. Genauso wie du. Was ist mit Nordamerika? Nordamerika braucht schon auch noch was. We'll restore peace to this nation. Ja, your orders. Polarwolf kann den Brief einwerfen, weil gerade nichts zum Töten da ist. Time to make our move. Das war auch das Richtige, ne? Brief einwerfen, nicht Ratsfunktion. Okay. Oh, ich habe Kirgistan vergessen. Polarwolf, stopp. Schnapp dir Kirgistan. Und Kasachstan muss gesichert werden. Wir wollen ja keine Wiederholung, ne? Gut. Und Brasilien muss abermals eine Runde warten. Das ist schade. Wir waren bei... 14%? Nee. Doch, ich glaube 14. Jetzt sind wir runter auf 10. Ja, wir werden komplett von vorne anfangen müssen. Aber ist okay. Securing our control. Erstmal unsere Sachen sichern, dann über Expansionspläne nachdenken. Was machen die Armeen hier schon? Public sentiment is increasingly with us. Das reicht jetzt, glaube ich, langsam. 34%, aber dass es eh bald aufgesaugt wird. Ja. Violence is abating. Amerika muss wiederholt werden. Putsch in Kirgistan. So viel dazu. Humanity First hat uns einfach weggenommen. Das ist jetzt unpraktisch. Also ein Land mehr oder weniger macht es auch nicht aus, aber trotzdem. Brasilien auf jeden Fall Sanktionen.
Wobei, wenn wir es dann später haben, ist es doof, ne? Ja, was soll's. Krieg! Aliens gegen den Iran. Der Iran, der jetzt keine Bomben mehr hat, ne? Our people have taken control. Oh oh. Wir haben die Unterstützung von Humanity First eliminiert an den Kontrollpunkt. Ja, das wussten wir aber vorher nicht. Das da guckt Polarwolf doch nicht nach. Polarwolf hat einen Job, der wird angenommen, dann geht man da hin, dann bringt man Leute um und setzt Puppenpolitiker ein. Da guckt die doch nicht, was für ein Schild da drauf ist, ob das jetzt rot oder orange ist. Ach, die sind saustinkig auf uns, oder? Nee. Doch da, im Konflikt. Ja, geil. Also nur noch die Initiative ist auf unserer Seite. Und wir haben jetzt auch nur einen zurückbekommen, ne? Ja, aber den zweiten können wir uns schnappen. Okay. Warten, Heck, Mac, du. Kuloidan-Antrieb, der war, glaube ich, nicht gut. Okay. Also, Polarwolf, einen Schritt weitergehen. Die Alien-Verwaltung unter der Kontrolle von Aliens und Kirgistan haben ihre Rivalität beendet. Ist? Okay. Egal. Schnapp dir bitte. Nein. Oh, das war wieder das Falsche, ne? Stopp. Das ist das, was du nicht hast, was du jetzt machen sollst. Jetzt kannst du deinen Brief einwerfen. Heading to the capital. Nicht den noch mehr ans Bein pinkeln. Gut. Raketo, du kannst Nationskontrolle machen. So. Tux hat keine Pflanzen. Tux, kannst du mit jemandem Hände schütteln? Nein, du siehst niemanden, was kein gutes Zeichen ist. Vielleicht, weil wir durchgehend alle aufgedeckt gerade rumlaufen. Könnte sein. Vielleicht zwischendurch mal abtauchen. Gerade diejenigen, die schwer aufgedeckt werden. Wenn die das dann einmal alle 2 Jahre machen, ist okay. Du? Nee, das war 75. Hoi. Augmentieren. Spionage. Einmal noch Security. Ja. Immer noch was, dann nochmal Spionage. Gut, wie sah es bei den anderen aus? Du bist die, die eigentlich Ermittlungen und Kommando machen soll, ne? Sieht noch nicht so gut aus bei dir. Ja gut, Raketo hat alles schon ziemlich hoch. Sicherheit vielleicht noch einmal dann, oder zweimal. Und Rest in Spionage. Musst du noch irgendwelche Sachen boosten mit Admin? Geht so, ne? Theoretisch könnte das hier weg. Müsstest du nur 5 mehr Verwaltung haben? Nee, erstmal mehr Spionage. So. Polarwolf hat, glaube ich, nichts, was gesteigert werden sollte. Kannst jetzt Sicherheit nochmal erhöhen? Ich weiß ja nicht. Überzeugung. Auch hier ist bei Admin nicht mehr viel zu tun, ne? Die CIA und andere Abteilungen solltest du behalten. Ich behalte die Punkte mal, falls wir irgendwas hier Markierung wegmachen müssen. Tux sieht ebenfalls so aus. Wobei Tux hat nicht so viel Spionage. Also einmal noch Security. Spionage. Jo, Riku. Du solltest jetzt langsam Kommando nehmen, ne? Also vielleicht noch einmal Sicherheit. 16 ist ja, ne? Das neue 0 quasi. Muss schon so 18, 19 rum sein. Aber danach den Kommando steigern, damit sie, wenn sie Ratsfunktion ausübt, dass sie dann halt schön auch das Militär boostet. Und schon sind wir einmal rum. Okay. Achso. Ich war kurz verwirrt, warum das Alien-Symbol hier neben ihrem Kopf war, aber das ist alles gut. So, Kirgistan sichern. Das wird geschnappt. Können wir... Wie sieht es mit der Moral aus? 18, 18, 18, 18, 18, okay.
Können wir dann jetzt Brasilien weitermachen? Das hier gefällt mir nicht so sehr. Auch das nicht, dass es unsicher ist. Also da bitte sichern. Und Brasilien muss noch eine Runde warten. Ja. Hunkering down. Lending my expertise. Securing our interests. Was machen die Armeen? Die Alien-Armee wird vorgeschickt. Things are stabilizing. Ende Chinas wollen wir nicht. Oh, drei Alien-Armeen. Policy direction complete. Interessant. Okay, Föderation mit Kirgisistan bestätigen. Cleaning things up. Und Alien-Handfeuerwaffen. Unsere Armeen verursachen 25% zusätzlichen Schaden bei menschlichen Armeen. Das heißt, wir können jetzt auf den Fusionsreaktor wechseln, ne? Dass der nicht irgendwie verloren geht. Projekt auswählen. Sehr gut. Die Prozentwerte sind so traurig. Aber ich will jetzt nicht irgendwelche Habitate wieder in Orbit setzen, nur damit sie die Aliens wieder rot machen und dann alles weggeballert wird. Bisschen schade, aber ja, wir kriegen das schon hin. Weiter. We got our people in place. So, Kirgisistan ist komplett unser. Mars Orbit 1 fängt an, ordentlich zu werden. Das dauert noch ein paar Tage. So. Where to? Nordamerika ist bei 1,7. 1,7 ist vertretbar. Bei Europa eher weniger. I'm here. Drugs stabilisier Europa. Standing by for orders. Du acknowledged. Gehst einmal über den Teich, stabilisierst We've auch done Europa. Down the heat. Where do you need me? Polarwolf hat nichts zum Ready Töten. For my mission. Hände schütteln auch nicht. Geh mal Leute suchen. Du. Wir haben gar nicht so viele Leute hier. Was ist hier los? Warum siehst du niemanden? Sind die vielleicht alle im All inzwischen? Oh Gott. Irgendwelche Agenten sind seit einem Jahr auf dem Weg zum Mars. Zur Marsbasis Alpha, um die dann zu flippen. Und gleich wundere ich mich, warum der ganze Mars geflippt ist. Oder wie soll ich das jetzt hier verstehen? Guck mal, wer zurückgeblieben ist als einziges von den Gegnern. Ready to go. Okay, so, Raketo kann jetzt weitermachen mit Brasilien. Also USA ist nicht so toll. Ich hätte eigentlich gerne mehr. Europa ist auch runtergegangen. Eigentlich sollte ich beides auf über 70% haben. War mal so mein Anspruch. Kasachstan und Kirgisistan eigentlich auch. Ja. Brasilien muss warten. What's the up? Kirgisistan muss auch gesichert werden. Making things safe for our people. Alter. Offering assistance. Securing our control. Schon schwierig sowas, ne? Weltherrschaft zu sein, Weltmacht zu sein. Du hast jemanden gefunden von der Schutzherrschaft. Da brauchen wir nichts eigentlich. We've moved the needle. Things are cooling off. Das sah okay aus. Our efforts didn't have any effect. Europa will nicht stabilisiert werden. Zinntröpfchenkühler. Wir können schon exotische Kühler erforschen. Ich denke, diese Exoten-Sachen werden das absolute High-End-Gear sein, ne? Was wir erst nutzen sollten, wenn wir auch absehbare Chancen haben, was zu bekämpfen. Weil wir haben nicht so viel von dem Zeug. Also ich würde es nicht in Kühler stecken wollen, ich würde es eher in Panzerung stecken wollen oder Super Laser des Todes. Standing by for orders. Es wird nicht so schnell besser hier. Kirgisistan. Reporting in. Reporting in. Kirgisistan. Acknowledged. Reporting in. Bei Europa, wir haben immer noch keine Standing Aliens. By for orders. Interessant. Und da ist ein neuer. 10%, das könnte ein Alien sein, oder?
1,8. Nö, geh mal Dinge kaputt machen. Argentinien, Chile, nee. Ich würde eigentlich ganz gerne Sachen, also Forschung sabotieren oder ähnliches, aber das können wir nicht. Dann geh mal scannen. Gerade hier in dem Alien-Gebiet. Die bauen noch bestimmt wieder irgendwo Pflanzen an. What's the op? Und Polarwurf, du guckst dir das Ding da mit 10%. Das da. Tracking targets. Okay. Fliegen. Eyes up. Und sofort eine Alien-Richtung gefunden. Die können wir stürmen. Anzeigen. Und kriegen unser Xenomaterial. Offering Council. Surveillance complete. Schutzherrschaft. Also die Schutzherrschaft, Leute, sind auf der Erde. Der Rest ist weg. Public opinion is moving in our direction. 22%, das muss langsam reichen. 26, ja, das reicht, ist okay. Order is returning. Weg. Europäische Union ist bei 0,5. Da ist doch wer. Ist das der eine Mensch? Ringkern braucht nicht mehr lange. Ein Monat noch. Dann können wir Mars Orbit 1 auch aufstufen. Zu der ersten Dreierstation. Du möchtest Israel verteidigen. Null, 0% mögen die uns. Ja gut. Erstmal kann Chux die Aliens angreifen. 81%. Your orders? Hat Israel eine Bombe? Ja, ne? Nee. Brauchen wir eine neue Bombe? Warum habe ich da Beute drin? Bau einfach eine Bombe. So. Sicher in Israel, wenn die jetzt eine Bombe bauen? Protecting our interests. Your orders? Und wie stabil bist du? 5,6. Das ist Zeitverschwendung, oder? Ja, komm, wir ignorieren Israel. Du schnapp dir jetzt Brasilien. Also mit schnappen meine ich, geh hin, verbring 30 Jahre da mit rumtröten und dann schauen wir weiter. Kannst du da einfach sowas knacken? 12% geht fast. Immer das einfach mal. Ja, hab Spaß. Nö, das ignorieren wir komplett. Dann auch keine Atombombe bauen, bitte. Aber auch nicht ausbeuten, sondern bauen Panzer? Weiß ja nicht. Forschung. Ja, Wirtschaft. Und Wissen. So. Okay. Du könntest sabotieren. Eigentlich sollten wir Hände schütteln, ne? Hat sich da jemand Neues gezeigt? Oh ja, hier. Her damit. Establishing contact. Wobei, die Initiative waren die einzigen, die uns noch mögen, richtig? Ja. Okay, das bringt nichts. Nee, das bringt nichts. Jemand Neues auf der Bildfläche? Da ist jemand. Einfach zu finden. Initiating surveillance. Offering assistance. Alien-Panzer ziehen sich zurück. Surveillance complete. Akademie. Ist okay. Der können wir mal Hallo sagen. We're winning their hearts and minds. So, Brasilien. Dauerhafte Zuweisung. The people will come Brasilien, to our side. Brasilien. Dauerhafte Zuweisung. I will report when my mission is complete. Fehlschlag. Ja, ist okay.
Probieren wir jetzt ab und an, dann ist gut. Waren hier nicht mal mehr Panzer? Oh, eine Richtung übernommen. Sehr schön. Was? Lebendiges Theropoden-Alien gefangen. Das sind die Echsen. Wie man sagt, ist Schönheit nur sehr oberflächlich und Monstrositäten ist es wohl auch nicht. Der gefangene Salamander zeigt weder Angst noch Kooperationsbereitschaft und sträubt sich ständig mit großer Aggression. Er ist jedoch eindeutig kein Tier. Er beobachtet alles genau, wartet auf den richtigen Moment, überlegt sich gut, wie er reagiert und handelt nie unbedacht. Der Salamander ist ein schauriges Wesen, dem man nur ungern begegnet. Die ungeheure Stärke, die Augen, die nichts als kalten Hass ausstrahlen und vor allem das Gefühl, dass er auf den richtigen Augenblick wartet, um zuzuschlagen. Auch wenn er, wie wir vermuten, ein einfacher Fußsoldat in einem Krieg ist, den wir noch nicht ganz verstehen, ist er durchaus in der Lage, seine eigene Entscheidung zu treffen. Der war jetzt in der Basis drin, ne? Entscheidender Erfolg. Was haben wir davon? Außer jetzt Mission Hintergrundwissen wissen nichts, ne? Kampagnenziele. Wurmloch erforschen. Ja, ich weiß nicht, wie das mit der Kampagne ausschaut. Eigentlich hätte ich jetzt gerne den Ringkern, um dann Mars-Orbit freizuschalten. Dann hinarbeiten in Richtung Koloniehabitate, wenn sie irgendwann mal durch sind. In 2 Jahren. Okay, das dauert. Ringkern für uns persönlich und danach halt die ganzen Waffen. Da wäre ich eigentlich schon mal eine Weile beschäftigt. Da jetzt die Kampagnensachen reinzuhauen, wäre irgendwie doof.